ich bin Christian und ich war hier auf dem Erlebniswochenende. Und das ist unheimlich inspirierend und spannend, hier einfach mal ein Wochenende mit Gleichgesinnten zu sein und sich inspirieren zu lassen. Und nicht nur der Ralf ist natürlich sehr schön, sondern auch das gesamte Team. Und ich nehme auf jeden Fall viel, viel mit für mich und kann nur jedem raten, sich mit NLP zu beschäftigen und auch gerne mal so ein Wochenende zu buchen. Man kann nur gewinnen. Macht viel Spaß. Ja, das war jetzt wirklich erstaunlich. Das war jetzt mein zweites Erlebniswochenende. Und beim letzten war es schon so, also ich war beim ersten dabei, obwohl ich schon ganz viele NLP-Ausbildungen habe, gelingt es Ralf, mich trotzdem jedes Mal krass zu überraschen, einfach mit neuen Details, neuem Wissen, neuen Zusammenhängen, die ich vorher so für mich eigentlich gar nicht wahrgenommen habe, obwohl ich ja auch mit NLP arbeite. Und ich bin mega dankbar für den, vor allem auch gerade für den heutigen Tag, für den Vortrag, den er heute Morgen gehalten hat. Also ich denke mal, das war einfach für mich persönlich wieder so eine Bestätigung. Hey Manfred, du bist am NLP erst an der äußeren Hülle, ganz vorsichtig am Kratzen. Und wenn du ein bisschen tiefer kommst und da reingucken kannst, da kommt noch viel mehr. Und da, das hat mich wirklich neugierig gemacht und da würde ich weitermachen. Das ist wirklich, vielen Dank, war toll, super, vielen Dank. Okay, am besten an diesem Wochenende hat mir gefallen, wie viele nette Menschen ich hier getroffen habe. Den Community-Gedanken von Ralf, der auch geschaut hat, dass man sich untereinander kennenlernt. Und was für Übungen uns Ralf gezeigt hat, die man auch einfach mal zu Hause ausprobieren kann und er mit uns geschaut hat, an unseren Themen zu arbeiten. Danke. Ja, hallo, ich bin Yvonne, ich bin hier in der Kulturbrauerei in Berlin beim Erlebniswochenende von Ralf Stumpf. Wir haben ganz viel geübt, wir haben irre Bilder in uns gemacht und haben versucht, Dinge, die uns wichtig sind, in Worte zu fassen, in die richtigen Worte. Ja, ich stehe hier jetzt und bin noch total aufgewühlt. Es war wunderschön und ganz wichtig, die vielen alten Bekannten, die man hier getroffen hat, aus vergangenen NLP-Zeiten, aus Ausbildung und die ganz vielen neuen Gesichter und Menschen, die man kennengelernt hat. Und ich bin irre dankbar, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, macht's gut. Ja, hallo, ich bin Daniela und bin beim zweiten Erlebniswochenende dabei gewesen. Jetzt hier im Januar, zwar kalt, im Sommer war es schöner, aber auch ressourcevoller ist es auch so. Geballte Kraft, geballte Übung, die für mich als Coach immer wieder einen Mehrwert darstellen. Und das Grandiose an dem Wochenende, dass sich jede einzelne Übung für sich verwenden lässt und das Ganze nachher ein ganz tolles Bild zusammen war. Und ich mich erfreut habe an vielen Teilnehmern, wie ursprüngliche Sätze in ganz fantastische, neue, kraftvolle Energiesätze geworden sind, die ich sicherlich in mein Coaching mit einbauen werde und auch künftig davon partizipieren werde und nicht nur ich, sondern es auch der Welt weitergeben darf. Und deswegen vielen Dank an Ralf Stumpf und sein tolles Team und ich bin gerade im NLP Master und denke, ich werde den NLP Modeling Master noch buchen. Genau, so viel Kraft dazu und es gibt nichts Schöneres, als am Wochenende mit Gleichgesinnten tolle Formate, tolle Ideen, tolle Gespräche zu führen, die einem sehr viel Kraft und Energie für den Rest des Lebens geben. Ganz herzlichen Dank. Ja, was will der sagen? Ja. Alles gut, Tobi? Super, super. So viele Hände, die mich gestreichelt haben. Ich war voll begeistert. Das hat mir so gut getan. Das wird meine Ressourcenparty für dieses ganze Jahr. Wir finden den irgendwie auch super besser. Ja, da gibt es so viele Menschen, die so lieb sind und gestreichelt. Und das war so schön und ich konnte überall liegen und anschmusen.